Wenn man nur ein E-Klasse-Modell als Hybrid-Variante hat, interessiert natürlich auch, wie weit komme ich denn jetzt mit dem rein elektrischen Antrieb? Realistisch sind da ungefähr 50 Kilometer. Diese sind aber nicht nur auf 50 Kilometer begrenzt, sondern wenn man mit Verbrennern fährt, hat man immer die Möglichkeit, auch die einzelnen Rekuperationsstufen individuell einzustellen. Das schauen wir uns allerdings im Interieur mal an. Im Fahrzeug habe ich die Möglichkeit, die Rekuperationsstufen ganz individuell einzustellen. Wie mache ich das? Ganz einfach über die Schaltpedals. Wenn ich im D-Modus, im Drive-Modus drinne bin, kann ich über die Plus-Taste die Rekuperationsstufe zum Segeln anwählen. Was bedeutet das? Das Fahrzeug segelt eine längere Strecke, gerade wenn es einen Berg abgefahren ist, dann wieder auf eine gerade Fläche geht, rollt das Fahrzeug immer und immer weiter. Der genaue Gegensatz mache ich über die Minus-Schaltpedals. Wenn ich den D-Minus anwähle, kann ich die Rekuperationsstufe deutlich stärker einschalten und über die D-Taste rekuperiert das Fahrzeug immer und immer noch stärker, sodass ich teilweise gar nicht mehr richtig bremsen muss. Zusätzlich habe ich über den Dynamic Select Schalter die Möglichkeit, das Battery Level anzuwählen. Battery Level bedeutet, dass das Fahrzeug seine elektrische Leistung speichert und zum Beispiel für eine Stadtfahrt diesen zur Verfügung hält. Über den Elektrik-Modus fährt das Fahrzeug wirklich rein elektrisch und über den Komfort- oder Sportmodus regelt das Fahrzeug ganz individuell den elektrischen Verbrauch.